Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp. Und falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Und dann starten wir auch direkt rein. Also, ich habe heute eine Methode am Start, wo ihr euch Spieler snipen könnt. Den Sniping-Filter könntet ihr vielleicht schon kennen. Den habe ich in FIFA 16 nämlich schon einmal hochgeladen. Aber in FIFA 17 geht der auch noch richtig gut. Und zwar snipt ihr euch da einfach Spieler aus der Barclays Premier League. Hier direkt ein gutes Beispiel. Den haben wir ganz günstig bekommen und wir sehen hier, den können wir locker für 700 reinstellen, damit wir hier auf jeden Fall einen Gewinn von 400 Münzen machen. Das ist auf jeden Fall richtig stark und ich zeige euch jetzt schnell mal, wie der Filter so aussieht. Also, ihr gebt hier Silber ein, dann Barclays Premier League und dann schauen wir mal kurz, wie viel diese Spieler wert sind. Und da seht ihr, ihr könnt jede Karte eigentlich für mindestens 400 Münzen verkaufen und deswegen gehen wir runter auf 300 Münzen und dann snipen wir einfach. Es ist wirklich sauleicht und man bekommt eigentlich ganz häufig Spieler und die können dann halt wirklich bis zu 2.000-3.000 Münzen wert sein. So, hier kommt direkt einer rein und da war ich zu langsam, ich habe nur auf ihn geboten. Schade, da habe ich mich ein bisschen vertan, aber hier, ihr seht es schon, der wäre auch nochmal so 500 Münzen wert gewesen und da hättet ihr wieder 200 bis 300 Münzen Gewinn gemacht. Also ihr könnt da wirklich sehr, sehr leicht viele Coins machen und ich versuche jetzt noch ein paar Spieler zu snipen und hole euch dann wieder, wenn ich ein paar Spieler bekommen habe. So, und ich habe jetzt drei Spieler bekommen, hier den Friars und dann habe ich hier noch zwei weitere Silberspieler bekommen und wir schauen jetzt einfach mal nach, für wie viel Coins die gehen. Den habe ich für 300 Münzen gekauft und wir sehen es hier, den können wir so für 450 Münzen reinstellen, das sind 150 Münzen Gewinn. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Karte und da, okay, das hat sich jetzt hier verschoben, das ist jetzt alles hier drüben, bam, 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 das ist der Knightley, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Auf jeden Fall haben wir den für 200 Münzen bekommen und der ist auch so 450 Münzen wert. Das heißt, wir machen hier einen Gewinn von 250 Münzen und die letzte Karte ist dann Wilson und bei dem habe ich Hoffnung, dass der sogar noch mehr wert sein könnte. Und wir sehen es hier, ja okay, der ist auch nur 450 Münzen wert, aber das ist auf jeden Fall auch ein akzeptabler Gewinn, 150 Münzen pro Karte. Und ja, Freunde, das war eigentlich auch schon die Trading-Methode. Falls ihr die letzten Videos irgendwie verpasst habt, dann möchte ich euch jetzt noch kurz sagen, ihr könnt jetzt investieren und zwar in Informs. In diese drei Informs habe ich investiert, die sind einfach saugünstig. Zum Beispiel ein 86er Skrittel kostet einfach im Moment nur 15.000 Münzen. Das ist eben wegen dem Mondneujahr, weil da einfach die Packs vergünstigt sind und deswegen viele Leute Packs ziehen. Und daher könnt ihr da auf jeden Fall jetzt investieren. Und ja, Freunde, ansonsten war es eigentlich mit dem Video. Schreibt gerne noch Fragen zum Trading-Tipp in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.